Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Ratsmitglieder, Anlass für meine Unterrichtung gemäß § 85 Absatz 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ist der Zeitungsbericht in der Salzgitter Zeitung vom 10.03.2023, Zitat, Strafe für Lokalpolitiker wegen Erpressung erhöht, Anführungsstriche. Und die Diskussion über den Rat und seine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Das gibt's doch nicht. Wie kann jemand so Rats- oder Ortsratsmitglied sein? Warum tut die Verwaltung oder der Rat nichts? Ist das, was man landläufig hört. Ich möchte Ihnen die der Verwaltung bekannte Sachlage und die kommunalverfassungsrechtlichen Folgen in Ergänzung der Beantwortung einer Einwohneranfrage vom 4.8.2022 darlegen. Im Juni 2022 wurde ein der Verwaltung namentlich nicht bekannter Lokalpolitiker vom Amtsgericht Salzgitter wegen Erpressung, Beleidigung und versuchter Nötigung zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dagegen hat sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verurteilte Berufung eingelegt. Anfang März wurde dieser der Verwaltung namentlich nicht bekannte Lokalpolitiker vom Landgericht Braunschweig wegen Erpressung, versuchter Nötigung, Beleidigung, Nachstellung sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches für schuldig erklärt und zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 5 Monate Monate verurteilt, die für 3 Jahre auf Bewährung ausgesetzt worden ist. Auflage, ein Anti-Gewalt-Training zur Verhinderung häuslicher Gewalt, so dem Zeitungsartikel zu entnehmen. Unabhängig von der rechtlichen Bewertung möchte ich unmissverständlich für mich klarstellen, die vom Amtsgericht Salzgitter und Landgericht Braunschweig festgestellten Taten sind abscheulich, widerwärtig und im höchsten Maße erniedrigend für das weibliche Opfer. Und dennoch ist entscheidend, was die Rechtsordnung für Folgen vorsieht. § 53 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ruhen der Mitgliedschaft in der Vertretung. Ich zitiere, wird gegen Abgeordnete der Vertretung wegen eines Verbrechens die öffentliche Klage erhoben, so ruht die Mitgliedschaft in der Vertretung bis zur rechtskräftigen Entscheidung. Die oder der Abgeordnete der Vertretung ist verpflichtet, der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten unverzüglich mitzuteilen, dass Klage gegen ihn erhoben wurde. Ende des Zitats. § 52 Absatz 1 Nummer 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz regelt den Mandatsverlust bei Verlust der Wählbarkeit. Und § 49 Absatz 2 Nummer 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz regelt, dass durch Entscheidung eines Gerichts eine Person nicht mehr wählbar ist und damit auch das Ratsmandat verliert. Der Verwaltung liegt aktuell keine Mitteilung über eine öffentliche Klageerhebung oder ein Urteil gegen eine oder einen Abgeordneten der Vertretung vor. Aufgrund der Berichterstattung in der lokalen Presse zum erstinstanzlichen Urteil des Amtsgerichtes Salzgitter wurden alle Ratsmitglieder am 4.8.2022 von mir auf ihre Pflicht zur Mitteilung über ein laufendes Klageverfahren gegenüber dem Hauptverwaltungsbeamten oder der Hauptverwaltungsbeamtin nach § 53 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hingewiesen. Soweit die Sach- und Rechtslage. Mir ist bewusst, dass das in vielerlei Hinsicht unbefriedigend ist. Erstens, da der Name des Verurteilten nicht bekannt ist, stehen alle Rats- und Ortsratsmitglieder männlichen Geschlechts unter Generalverdacht. Das ist für den Einzelnen sicherlich nur schwer auszuhalten. Und zweitens, selbst wenn das Urteil des Landgerichtes Braunschweig rechtskräftig werden würde, würde es nicht zum Verlust der Wählbarkeit und somit auch des Ortsrats- oder Ratsmandates führen, weil es sich juristisch gesehen um ein Vergehen und nicht um ein Verbrechen handelt. Auch das ist bei den vom Gericht festgestellten Taten menschlich sicherlich unerträglich, aber rechtlich eindeutig so geregelt. Neben der Rechtsordnung gibt es auch die persönliche und moralische Verantwortung jedes Ortsrats- und Ratsmitgliedes. Das heißt, jeder muss sich und muss für sich entscheiden, welche Konsequenzen er aus seinem Tun zieht und ob er seine Handlungen mit dem Mandat, was er ausübt, vereinbar sind. Er kann sein Mandat freiwillig zurückgeben,
Aber vom Oberbürgermeister oder dem Rat kann er dazu nicht gezwungen werden. Anders verhält es sich bei der Fraktion, der er angehört. Der steht es durchaus frei, solch eine Person aus ihrer Fraktion auszuschließen. Das ist innerorganisatorisches Recht der Fraktion. Ich weiß, dass das alles nicht zufriedenstellend ist. Ich persönlich verurteile das Tun dieses mir namentlich nicht bekannten Lokalpolitikers aufs Schärfste. Handlungsmöglichkeiten habe weder ich, noch die Verwaltung, noch der Rat. Es bleibt eine Frage des Gewissens, der Glaubwürdigkeit und der öffentlichen Meinung. Meine habe ich eben sowohl wie die Sach- und Rechtslage deutlich gemacht. Vielen Dank. Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gebe eine Bekanntmachung der SPD-Ratsfraktion dar. Für die SPD-Ratsfraktion stellt das strafrechtliche Verfahren gegen ein Mitglied dieses Rates eine unerträgliche Belastung des höchsten Organes unserer Stadt dar. Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen mussten wir die öffentliche Berichterstattung der Medien verfolgen, verabscheuen, was sich dort dargestellt hat. Wir distanzieren uns als SPD-Ratsfraktion von diesem Ratsmitglied. Für die SPD-Ratsfraktion kann ich Ihnen mitteilen, dass es nicht um ein Mitglied unserer Ratsfraktion sich handelt. Ich möchte deswegen auch keine Verhaltensvorschläge geben, gleich wenn wir als SPD-Ratsfraktion anders gehandelt hätten, nämlich konsequent. Das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz regelt den Handlungsrahmen, den auch die SPD-Ratsfraktion selbstverständlich akzeptiert. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und an den Bildschirmen. Auch ich möchte gerne eine Stellungnahme der CDU-Ratsfraktion abgeben. Zunächst möchte ich ausdrücklich klarstellen, dass wir uns von den dargestellten Taten in aller Form distanzieren. Sämtliche Mitglieder der CDU-Ratsfraktion versichern, dass sie in keiner Weise an diesen beteiligt waren und möchten dem Opfer ihr Mitgefühl ausdrücken. Durch das Schweigen des Täters und die Berichterstattung über das Urteil des Landgerichtes Braunschweig ist eine unerträgliche Situation entstanden. Aktuell stehen alle Kommunalpolitiker in Salzgitter unter Generalverdacht. Dem Täter möchte ich sagen, dass er endlich damit beginnen soll, die Konsequenzen seines Handelns, sie haben sich nicht nur schuldig gemacht, indem sie versucht haben, das Leben einer Frau zu zerstören, sondern auch indem sie das Vertrauen aller Bürger und Bürgerinnen in ihre kommunalpolitische Vertretung erschüttert haben. Darüber hinaus möchten wir die AfD-Fraktion auffordern, dass sie auf ihr Fraktionsmitglied einwirken, dass er endlich die Verantwortung für seine Taten übernimmt und sein Mandat niederlegt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und ZuschauerInnen. Leonie A., so nennt die Zeitung, das Opfer. Verständlich, dass sie nicht möchte, dass ihr richtiger Name genannt wird. Deswegen nenne auch ich sie Leonie. Liebe Leonie, im Namen unserer Ratsfraktion und ich denke auch im Namen aller Ratsfrauen und auch Ratsherren der demokratischen Parteien möchte ich Ihnen hiermit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen und Ihnen alles erdenklich Gute wünschen. Unsere Abscheu gilt dem Täter, der noch immer in unseren Reihen sitzt. Für uns völlig unverständlich. Wir Ratsfrauen bewegen uns subjektiv immer in einem Angstraum. Wenn wir abends nach Ausschusssitzungen mit diesem Menschen auf den dunklen Fluren des Ratshauses unterwegs sind. Dass sie nach solchen Geschehnissen noch immer an ihrem Mandat festhalten, zeigt die ganze Intensität perversen Denkens ihrer Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe KollegInnen und liebe ZuschauerInnen. Ein Gericht hat Recht gesprochen. Ich danke an meine Vorredner für ihre Worte. Es gibt eine Verurteilung. Nun hat irgendwer ja auch Folgen zu tragen von der Verurteilung. Es gibt da formale Rechtsfolgen, aber auch moralische Folgen für unsere Fraktion. Jetzt frage ich Sie, Herr Dipp, wie sehen Sie das? Sehr
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren hier vor Ort, an den Fernsehern oder wo auch immer. Ja, auch ich werde mich meinem Vorredner anschließen, dem Herrn Miska. Auch es ist kein Mitglied der FDP-Ratsfraktion, der sich was zu Schulden kommen lassen hat und verurteilt wurde. Und auch wir distanzieren uns von dieser Tat aufs Schärfste. In diesem Zusammenhang ist es eine Ironie des Schicksals, dass gerade ein Protagonist einer Partei, die sich selbst als Retter des Abendlandes und als Retter der westlichen Werte aufspielen, indem sie gegen kriminelle Migranten hetzen. Sie propagieren nach außen hin, dass sie eine blütenweiße Weste haben und hetzen gegen Migranten, die in diesem Land Straftaten begehen. Dem ist aber nicht so, wie wir hier gerade sehen. Wer selber aber einen verurteilten Straftäter in den eigenen Reihen duldet, rollt sinngemäß den roten Teppich für ihn aus, anstatt sich auf Ausgrenzung und Spaltung in der Bevölkerung zu konzentrieren. Sollte man doch lieber auch für ein moralisches Verhalten in den eigenen Reihen sorgen. Unser Land, unsere Regeln, war ein Slogan dieser Partei in den Wahlkämpfen. Sind das die neuen Regeln, die diese Partei sich vorstellt, für die vielen Frauen und Töchter dieses Landes, die sie angeblich beschützen wollen? Vielen Dank. Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Die Ratsfraktion Die Linke distanziert sich von dem Ratsmitglied der AfD, um den es hier geht. Wir sind gegen Stalker, Erpresser und Frauenhasser in der Kommunalpolitik. Wir fordern diesen auf, Konsequenzen hieraus zu ziehen und sein Ratsmandat niederzulegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.